Hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Masters und höchstwahrscheinlich auch vorerst die letzte Folge, bis neue Events oder Kapitel online gehen werden. Okay, Kapitel 24 auf der leuchtenden Bühne im Computerform. So. Und natürlich wieder Empfehlungen. Mal gucken, ob das hier auch sehr gut funktioniert. Los geht's. Gibt es jetzt Doppeltypen? Das ist praktisch. Oder ich habe es noch nie bemerkt. Das kann natürlich auch sein. Die Suche läuft, aber die Suche wird vergebens enden. Und zwar in 3, 2, 1 und 0. Na gut. Ein, zwei Sekunden Verspätung, aber... Weniger schlimm als die Deutsche Bahn. It's Showtime, nur einen Kampf. Let's get ready to rumble, Knusha. Geben wir unser Bestes. Dann nochmal Knusha. Dann nochmal geben wir unser Bestes. So, nochmal Knirscher. Dann nochmal Knirscher. Jetzt setze ich einfach mal nur bei Schiskant Hyperheiler ein, damit meine Sachen runterkommen. So. Weil ich möchte nämlich gleich meine Ulti einsetzen. Der setzt auch keine Attacken ein. So, und dann gefährt eine Attacke. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Aber ich denke mal, dass wir das nicht schaffen werden. Ich muss mein Mikrofon etwas höher stellen. Ich hoffe, das darf man nicht allzu sehr. Der hat überlebt. Nein. No. Time for a dramatic victory. Now. Donnerblitz der Ausstrahlung. Das geht ja. Der Links macht aber auch nichts außer... Hätte Links überhaupt jemals angegriffen? Man darf Computern nicht vertrauen. Ja, komm, dann machen wir erstmal rechts fertig. Komm schon. So. Serie Maximalladung. Okay, dann haben wir es doch endlich mal geschafft. Komm schon. So, das ist schon fast geschafft. Okay. Du nimmst nicht so ernst. Okay, wir könnten das tatsächlich schaffen. Okay, damit haben wir uns tatsächlich hoch. Das wusste ich gar nicht. Glaube ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Na komm schon. Oh, die greift endlich mal an. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Mitte und dann hätten wir es auch schon geschafft. Da bin ich ja mal gespannt. Bis.
Okay, wir sind wieder hochgeheilt worden. Das ist doch ziemlich praktisch, meiner Meinung nach. Aber ich denke mal, das überleben wir jetzt nicht mehr. Ach, egal. Ja, ich glaube, mit Flemmi komme ich jetzt nicht so weit, aber na gut. Aber ich kann ja jedenfalls hier jetzt hochheim für meine Ulti. So, dann einmal X-Angriff. Der ist einfach viel zu stark. So, dann einmal Gefährtenattacke. In der Hoffnung, dass das hier überhaupt was bringt. Naja, immerhin etwas. Immerhin etwas. Ich würde mal sagen, gut. Nur für Knirsche bekomme ich jetzt nichts mehr. Das ist klasse. Klasse. Ich bin sowas von down. Und das mal wieder kurz vom Ende. Das ist ärgerlich. Ich kann jetzt hier nichts machen. Okay, wir könnten es noch schaffen. Komm schon. Jemand, warum greift niemand an? Es greift auch einfach niemand an. Danke. Boah. Das war echt eine knappe Kiste, das muss man schon sagen. Das war eine sehr knappe Kiste. Man kann Computer nicht vertrauen. Man kann Computern einfach nicht vertrauen. So, zum Abschluss dann nochmal ein heiter Challenge Level. So, Events. Okay, obwohl. Wir haben ja noch eine Gefährten-Episode mit Silber. Das können wir zum Abschluss machen. Ein Tag mit Silber. Du hast Silber gebeten, mit dir zu trainieren. Let's see how good you are. Mitten in einer harten Trainingseinheit fängt er an, darüber zu sprechen, was nötig ist, um einen Kampf zu gewinnen. Die Entscheidungen des Trainers entscheiden über Sieg oder Niederlage, verstehst du? Selbst wenn man einen sehr starken Pokémon hat, kann man den Kampf immer noch verlieren, wenn man als Trainer schlechte Entscheidungen trifft. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich noch ganz anders gedacht. Ach ja? Mir war alles egal, außer starke Pokémon, die gewinnen können. Ich habe meine eigene Schwäche nicht erkannt. Aber jetzt bin ich nicht mehr so. Ich habe zwar ein legendäres Pokémon als Partner, aber ich werde mir nicht nur auf seine Stärke verlassen. Trotzdem bin ich noch weit davon entfernt, der Allerstärkste zu sein. Das muss daran liegen, dass ich als Trainer noch nicht in der Lage bin, meinem Pokémon seine volle Kraft zu entlocken. Das stimmt nicht. Nur schwache Trainer machen ihr Pokémon für einen Sieg oder eine Niederlage verantwortlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel geredet. Machen wir erstmal Schluss mit dem Training. Mein Pokémon soll sich ausruhen. Die besten Trainer achten auch auf die körperliche Verfassung ihrer Pokémon. Habe ich gehört. Wenn sie in schlechter Verfassung sind, kann man sie schließlich nicht gebrauchen. Das ist so wie bei der Instandhaltung von Werkzeugen. Was guckst du mich so an? Pokémon sind unsere Freunde. Das weiß ich. Wirf mich bloß nicht in einen Topf mit dem Spechtling von Team Rocket. Naja, so sieht's jedenfalls aus. Hol dich aus, wo immer du willst. Los, such dir einen weiträumigen Ort. Du bist schließlich riesig. Ich hab doch gesagt, du sollst hingehen, wo du willst. Was soll das denn jetzt? Hattest du etwa meine Anweisungen nicht verstanden? Er hat sie verstanden. Was? Willst du damit sagen, du verstehst, was in ihm vorgeht? Er möchte bei dir bleiben. Er folgt also
meine Anweisung. Mach, was du willst. Eigentlich wollte ich ja dich trainieren, aber wie es aussieht, habe ich auch was von dir gelernt. Ich glaube, er weiß Bescheid über die Liebe und das Vertrauen zu Pokémon, von denen Siegfried damals geredet hat. Ich habe nichts dagegen, dich noch ein Weilchen bei dem Training zu begleiten. Aber eins sage ich dir, ich hasse Schwächlinge. Wenn du nicht mit mir mithalten kannst, lasse ich dich zurück. Okay, das war eine kurze Gefährten-Episode, aber auch ein schöner Abklang der heutigen Folge. So, dann sage ich hier mal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Masters. Wann es weitergeht, kann ich leider aktuell nicht sagen, aber ich hoffe schon sehr bald. Bis dahin, ciao, ciao.